Tatsächlich. Genau, dann würde hier gerade schon rüber gehen. Da spielt es keine Rolle. Der fährt direkt nach Bohren. Ja, ich denke, das könnte so gehen. Genau, und hier sieht man schon, es staut sich und staut sich und staut sich. Also wir haben da ziemlich viel Traffic und wir müssen. Jetzt warte mal, ich habe doch da noch Signale. Ach, die wollen ja hier. Blödsinn, Blödsinn. Der geht nicht, weil. Gut, jetzt kann der raus, der kommt auf hier rein. Jetzt. Ja, es sind so Kleinigkeiten, wo schon wieder einen riesen Knopf reinmacht. Und deshalb wäre ich ja froh, wenn man ein Tool hat, okay, ein Stellwerk-Tool, und dann markiert man sich eine Fläche mit einzelnen Weichen, wo man dann wieder rausklicken kann und sagen, okay, du bist Stellwerk, du musst mir zum Beispiel hier den Bereich mit da schauen und auch gut vorplanen, okay, Update, wo der Zug reinkommt, wird berechnen, okay, wohin möchte er, welcher Zug kommt danach, wie, wo, was, welches Signal stelle ich wie und wo, wie lange sind die Züge, damit genau so etwas nicht mehr allzu häufig passieren kann. Ich verstehe natürlich die Problematik, dass das ungeheuerlich aufwendig ist, dies zu programmieren. Weil das, so ein wenig Micromanagement hier in dem Game, das mag ich. Augenblick, ich mache mal kurz das Fenster auf, bei mir ist es wieder warm wie sonst was im Zimmer. Gut, dann kommt ein wenig Sauerstoff wieder rein. Weil solch ein Spiel mit so vielen Modifikationen. Mein Rechner ist nicht warm. Aber dennoch, wenn der manchmal ein wenig gewisse Sachen berechnen muss, dann hast du das Gefühl, der Sauerstoff, der wird förmlich, also oder regelrecht, aus der Luft heraus entsorgt. Und dann hast du einfach so, okay, es wird warm und du kannst dich weniger konzentrieren. Aber so soll es jetzt wieder passen. Gut, nächster fährt ein. Was ich auch gemacht habe, ich habe bei den meisten, die hier einfahren, bei den vier Gleisen, das so gemacht, dass die frei entscheiden können. Also ist dieses Gleis besetzt, gehen sie auf das. Ist das besetzt, gehen sie auf das. Das gleiche auch hier mit den Zügen, damit es weniger Stau gibt. Vor allem, ich meinte bei dem hier, die kreuzen sich mit, nein, die wo von hier hinten reinfahren und hier irgendwo rauskommen, die kreuzen sich mit dem Tunnel, der hier das S macht, hier raus. Da hat es unten eine Kreuzung. Ich habe sie zwar in Anführungszeichen ausgeschildert, dass kein Knopf hier unten passieren sollte, aber das Wörtchen heißt ja sollte und nicht wird. Genau, jetzt kann der schon wieder einfahren und sobald der das Signal freigibt, wird der ausfahren und dann kann der wieder einfahren. Ja, es war wirklich das einzige Signal, das hier gefehlt hat.
weil ich meinte, genau, es ist nur der einzige Kollege, der diese Gleise benutzt. Und wenn der natürlich hier feststeckt, weil der Kollege bis hier vorne gefahren ist, die Gleise blockiert, der blockiert das Einfahrtsgleise von den Zügen. Und die können nicht raus, weil hier blockiert ist, weil der hier drin steht. Dann könnte ich aber sagen, doch den weg. Dann könnte zumindest der durch. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, um das noch zu reduzieren. Und schon haben wir den Knopf ausgemacht. Von dem Kollegen habe ich zum Beispiel vor der Aufnahme, als ich drin war, habe ich einfach gesehen, okay, die haben noch und nöcher an Waren zum Hin und Her zu transportieren, also habe ich gerade mal einfach Kopie gemacht und den auf die Linie gesetzt. Ich meine, hier, also ihr seht, das sind schon ziemlich gute Stückzahlen an, ja, was transportiert wird. Also ich bin sehr froh, wie man hier sieht, diese Zahl, auch wenn man es nicht wirklich merkt, man muss schon sagen, nein, ja. Vor ein paar Jahren, da sind wir noch bei knapp 2, jetzt sind wir bei 1,4. Also eine halbe Milliarde. Ja, eine halbe Milliarde machen wir schon mehr Gewinn. Das aber nur dank dem Güterverkehr. Aber das bedingt halt, dass man auch sehr viel Zeit dann investiert, um das zu optimieren. Weil zum Beispiel hier, es sieht schön aus, aber wenn man, so wie ich, halt doch noch die Hoffnung hat, irgendeinmal mindestens auf Null zu kommen, wenn man alles mit Güter und Personen gemacht hat, ja, das ist dann sehr ambitioniert und braucht dann halt viel Geduld, also. Aber das gehört halt zum Spiel und das macht ja auch irgendwo durch den Charme aus, für sich schöne Sachen zu bauen, die aber dann auch irgendwo in einer Komplexität enden. Oh, und der historische Zug hat jetzt schon seine ersten 3 mit Vara nach Starbach, dann lädt er die dort aus und geht dann wieder ins Depot. Oder vielleicht nimmt es sogar noch Gäste mit ins Depot, so als Tag der offenen Tür, kann man ja sagen. Genau, das Holz, das wird ja auch immer noch fleißig transportiert. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich meinte, hier soll es jetzt mal so passen. Da passt es aktuell auch. Den Rest schaue ich mir nicht an, weil sonst weiß ich ganz genau, dass ich hier, was wir ja gesagt haben, möchte ich jetzt mal ein wenig angehen. Das wird dann nie mehr der Fall werden. Gut, was ich jetzt mache, sobald dir hier über die Barriere gegangen ist, ich werde stoppen und dann werde ich mal eigentlich alles von hier aus abreißen, weil ich möchte das komplett neu gemacht haben. Weil wir müssen das aufdrösen, also der TGV würde ich gerne auf eigene Trassen. Ich möchte den Güterverkehr auf eigenen Trassen. Und da baue ich jetzt wirklich komplett die Strecke. Ich könnte natürlich das wiederverwenden, aber ich möchte einfach einen frischen Überblick, weil wenn ich da so immer mit, ja, wo setze ich an, wo geht's hin, mache den, ich kenne mich in dem Punkt, da kann ich dann plötzlich mich ab irgendwas aufhängen, obwohl es eigentlich so logisch ist. Und wenn ich es komplett
zurückbaue und sage, okay, jetzt habe ich einen cleanen Tisch. So mache ich, bin ich in den meisten Fällen schneller durch, als wenn ich mich durchboxen würde. Jetzt einfach immer schön da kein Pixel übrig lassen, weil sonst wird's funny. Ja, hier ist halt mal im Bahnhof, das geht auch noch weg. Aufdrösen muss ich sowieso wieder, sobald ich, genau, da die TGV-Gleise, die würde ich sogar noch so behalten. Und den mal bis hier. Gut. Dann die Straße setze ich um, das kann noch so bleiben, würde ich mal behaupten. Aber die Straße, die werde ich da neu verlegen. Gut. Also, erste Prio ist die Sache mit dem TGV. Nein, das waren die nicht. Ich bin gerade am Schauen, wo ich wieder die entsprechenden Gleise habe. Das hier waren die, ne? Yep. Warte mal, dann mache ich beim TGV doch nochmals ein wenig. Ein wenig flächer das Ganze. Dass der längere Zeit mit einer schöneren Geschwindigkeit da entlang fahren kann. Und dann links und rechts machen wir die entsprechenden Trassen. Genau, von hier aus geht das mal los. Upp, noch richtig anknipsen. Genau, dann machen wir das so und schneiden uns jetzt die entsprechenden Sachen zurecht. Warte mal, ich mache das ein wenig anders. Den hier so. Die Hochgeschwindigkeit. Bitte nochmals den. Okay, ab wann gibt es die Kollision? Bis hier passt's noch. Dann halt einfach in Teilstücken machen.
geht ja genauso gut. Wunderbar. Dann kann da der TGV ohne Probleme, ohne irgendwelche Verstopfungen durchrauschen. Der Kollege, der wird jetzt auch... Ja. Warte mal. Wir schauen mal. Wenn ich... einfach mal Draht nach vorne baue. Das passt ja soweit. Dann kann man sagen, okay, hier in dem Bereich herrscht noch so einen Übergang. Den noch ein wenig weiterziehen. Sieht wild aus. Warte mal. Kann ich... wo war das Symbol? Wieder hier. Dann machen wir hier... Das passt doch. Das passt doch. Dann hätten sie noch die Möglichkeit, hier wieder rauszukommen. Da ist sowieso nur Güter. Das lasse ich mal. Jetzt baue ich das mal ein wenig zurück. Gehen raus. Hier sind die ungefähr auf gleicher Höhe. Den mache ich mal so. Schauen, wie ich das dann hier kriege. Vielleicht wieder mit den wunderschönen weißen Blöcken, die man ja auch so ein wenig ziehen kann. Bitte könntest du... Ja, da müssen wir definitiv noch schauen, dass wir würdest du bitte weg? Und den... mal bis hier. Mal hier rein. Ja? Nein.
Also schönes Testsubjekt, aber nein. Dann wäre das mal so gelöst. Das wäre dann die S-Bahn. Und ich mache mir einfach mal da so ein Provisorium. Und ich möchte da ungefähr sagen wir so, dass es so plus minus eine Trasse Abstand hat zur Hochgeschwindigkeitstrasse. Das passt doch nicht. Irgendwie hat es da was falsch. Jetzt passt es. Da einfach mal noch geradeaus. Steigung zu groß. Machen wir mal bis hier. Dann passt es wieder. Wunderbar. Dann Brücke hat es keine gemacht. Genau, und dann heißt es hier das Mittelstück rausnehmen. Oh ja, oh ja, oh ja. Fuck. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Ah, stimmt, das ist ja der Rotz. Okay, bis hier. Yep. So passt das wieder. Genau, jetzt hat es auch Oberleitungen. Schön, 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 schön. Und hier machen wir direkt vierspurig. Weil Güter und S-Bahn, das geht nebeneinander. Jetzt muss ich da nur noch ein bisschen toll. Das bis hierhin. Genau. Bis hierhin. Whoop. Wieso machst du jetzt das wieder nicht? Gut, das geht einmal so.
wieso machst du mir das? Gut, das war jetzt auch nicht das, was ich wollte. Menno. Also manchmal, ne? Da wäre es einfach theoretisch einfach. Und dann macht er nur so Blödsinn. Gut, jetzt hat es gemacht, ohne da einen Krimskrams. Dann würde ich hier noch den noch machen. Da kommt den. So, dann passt und passt. Brauche ich von der Güterstrecke hier rüber noch was? Ich denke nicht. Den Kollegen. Jetzt noch Signale. Vielleicht kommt dann das alles wieder in Ordnung mit den Kollegen. Wohin die fahren sollen und wo nicht. Signale. Signali. Gut, das sollte von hier aus wieder stimmen. Die gehen so. Was ist denn das? Ich starte das mal. Den einmal gestartet. Den gestartet. Also die können jetzt, wo sie wollen, wenden. Der wird ja wahrscheinlich hier so runter und dann